Wir alle hinterlassen auf dieser Erde kleinere und größere Spuren. Was optimalerweise möglichst klein ist, ist unser ökologischer Fußabdruck. Der hängt etwa damit zusammen, wie man wohnt, sich ernährt oder sich fortbewegt. Eine neue Studie hat erstmals die Selbstwahrnehmung der Schweizer Bevölkerung in dieser Thematik untersucht und hält ihr nun gnadenlos den Spiegel vor. Die meisten unterschätzen ihr Engagement für das Klima nämlich stark. Detlef Munz mit Zahlen und Hintergründen. Mobilität, Wohnen oder Nahrung, alles wird hinterfragt. Das Bewusstsein, etwas gegen die Erderwärmung beizutragen, ist in der Schweiz gewachsen. Der ökologische Fußabdruck gilt dabei als Messgröße, wie klimafreundlich eine Person lebt. Wie schätzen Schweizerinnen und Schweizer selbst ihre Ökobilanz ein? 10 von 10 hat nachgefragt. Ich fahre nicht Auto, ich fahre Velo. Ich versuche, möglichst wenig zu fliegen. Also ich denke jetzt mal, ich habe eher einen kleinen, weil ich bin im 16. das letzte Mal geflogen. Ich fahre viel ÖV, trenne alles. Sehr stark ÖV bin ich orientiert. Und schaue möglichst persönlich in anderen Bereichen weniger Sachen verschlurzen. Eine repräsentative Studie von Sotomo im Auftrag von Helion kommt zum Schluss, die Leute schätzen sich klimafreundlicher ein, als sie eigentlich sind. 56% halten sich für überdurchschnittlich klimafreundlich, verglichen mit dem Rest der Bevölkerung. Nur 10% glauben, weniger ökologisch zu handeln als der Durchschnitt. Eine deutliche Selbstüberschätzung. Der blaue und der rote Balken müssten etwa gleich lang sein. Bemerkenswert finde ich, dass eigentlich quer durch die Gesellschaft fast alle das Gefühl haben, sie haben einen besseren Fußabdruck, als sie tatsächlich haben, im Vergleich zu den anderen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass sehr viele das Gefühl haben, sie haben schon sehr viel gemacht für das Klima und es liege gar nicht mehr so viel drin in ihrem eigenen Lebenswandel. Der ökologische Fußabdruck der Schweizer Bevölkerung könnte also besser sein. In welchen Bereichen fällt es Ihnen besonders schwer, Ihr Verhalten zu ändern? Was ist so Ihre grösste Ökosünde? Ich tue relativ viel Wohnraum beanspruchen. Und zwar für mich, wie soll ich sagen, momentan als alleinstehende Person. Alle zwei Jahre, drei Jahre fliegen. Wir haben Familie in Kolumbien, da fliegt man natürlich rüber. Wir fahren in Urlaub auch nach Italien, fahren nicht mit dem Fahrrad los oder so. Haben das Auto noch. Laut Studie wollen die Befragten am wenigsten Abstriche beim Wohnen machen. Aber auch auf Auto- und Flugreisen oder Fleischkonsum und warm duschen wollen viele nicht verzichten. Diese Antworten überraschen Experte Nils Ebrecht nicht. Viele hoffen auf technische Lösungen, wollen ihre Gewohnheiten nicht ändern. Ich glaube, die Mehrheit ist schon bereit, am Verhalten etwas zu verändern. Aber es ist natürlich etwas, das Zeit braucht, das weniger einem schnell fällt oder einfach fällt, als wenn man auf eine Technik setzt und eigentlich das Problem durch etwas anderes oder jemand anderes lösen lässt. In Sachen Fußabdruck vergleicht man sich gerne mit anderen. Städter behaupten, Leute auf dem Land machen weniger gegen den Klimawandel. Und umgekehrt. Die Leute in der Stadt fahren vielleicht weniger Auto als die Leute auf dem Land. Aber sie fliegen, sie haben ein höheres Einkommen und können sich dafür hin und wieder mal eine Flugreise leisten. Ja, wahrscheinlich auch eher die in der Stadt. Und wieso? Wahrscheinlich fahren wir mehr Auto, als wir sollten. Die auf dem Land draussen haben halt schon einen grossen Fußabdruck, weil sie halt auch oft in Häusern wohnen und auf viel Quadratmeter sehr wenig Menschen. Aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Die Studie zieht das Fazit, der ökologische Fußabdruck auf dem Land und in der Stadt sind etwa gleich groß. Es ist wirklich erstaunlich, dass das ausgeglichen ist, weil die Klimafrage ist ja eine Frage, die Stadt und Land am meisten unterscheiden, die sehr emotional aufgeladen ist. Und trotzdem, es ist gleich, zwar nicht im Detail gleich, weil das Land fährt mehr Auto und das, wo das Land mehr Auto fährt, kompensiert die Stadt mit mehr Fliegerei. Umwelt- und Klimathemen waren in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit sehr präsent. Doch unterdessen macht sich eine gewisse Müdigkeit bemerkbar. Das finde ich ganz ein wichtiges Thema und muss es immer wieder hören, weil man vergisst es manchmal halt auch im Alltag. Wenn ich ehrlich bin, ich habe genug davon gehört.
Es ist ein Marketingproblem. Ich würde eigentlich gerne mehr hören, aber es frustet halt auch mega. Ja, also ich habe keine Lösung. Die Studie sagt, fast 60% der Leute sind von Klima- und Umweltthemen mittlerweile genervt. Ich glaube, die politischen Debatten und auch in den Medien wird so eine Debatte geführt, dass es nur schwarz oder weiß gibt beim Klimawandel. Und die wenigsten Leute haben eine weiße Weste und fühlen sich darum eher als Sündenbock abgestempelt. Das nervt. Ich glaube, dort muss man etwas ändern. Es muss niemand eine vollständig weiße Weste haben, sondern es langt, wenn man hellgrau ist. Mobilität, Wohnen oder Nahrung. Um die Klimawende zu schaffen, braucht es in vielen Bereichen Anstrengungen. Hoffnung macht, dass immerhin 71% der Studienteilnehmer sagen, ich muss selber etwas tun.